Ja, hallo. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Laufvideo. Ja, das ist jetzt heute mein 35. Lauf in Folge. Laufwoche 40 am Sonntag. Ja, und ich befinde mich gerade etwas unterhalb von der Hornisgrinde, Mummelsee, und bin auf dem Weg zur großen Kanne bei Unterstmatt. Ja, wenn ich da angekommen bin, zur großen Kanne, dann will ich oben bei Unterstmatt so eine Runde laufen. Da bin ich schon mal gelaufen, ist aber schon lang, lang her und habe mich da auch total verlaufen. Ja, und deswegen gehe ich das heute nochmal an und laufe da oben nochmal eine Runde. Ja, ich schätze mal, das gibt so vielleicht 8 Kilometer, vielleicht auch 10 Kilometer. Und dann hätte ich in der Laufwoche 40, etwa 40 Kilometer. Das passt ja. Laufwoche 40 mit 40 Kilometer. Ja, mal gucken, wie der Lauf so verläuft. Momentan geht es wieder berghoch. Etwas am Schnaufen, wie man vielleicht hört. Ja, aber der Puls bei 110, das passt. Ihr wisst ja, Maffatone, maximal 116. Ja, und seit ich meine Armbanduhr, oder meine Laufuhr besser gesagt, fest am Handgelenk trage, ja, habe ich auch einen konstanten Puls, also nicht mehr so sprunghaft. Ich kann auch deutlich schneller laufen wie damals. Aber ich denke, jetzt laufe ich erstmal weiter. Meld mich dann, ja, vermutlich, wenn ich an der großen Tanne, zur großen Tanne angekommen bin, dann melde ich mich da nochmal. Okay, also zur großen Tanne bei Unterstmatt angekommen. Das ist jetzt das hier, zur großen Tanne. Und dahinter, über den Berg drüber, ist quasi die Hornisgrinde, Mummelsee, wo ja ich normalerweise öfters laufe. Geht dann hier den Weg hoch. Aber wir laufen dieses Mal, ja, dahinter sieht man so ein bisschen, da geht es hoch. Und dann laufen wir quasi da oben an dem Berg eine Runde. Ja, da geht es jetzt hoch. Ich denke, da werde ich nicht alles laufen, da werde ich auch gehen müssen. Aber ich melde mich dann oben wieder. Also, mal gucken, wie viel das dann wird. Ja, bis hierher waren es jetzt knapp 3 Kilometer. Und dann zurück wieder, da sind wir bei 6 Kilometer. Jetzt oben die Runde noch. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das damals war. Habe mich ja auch verlaufen gehabt. Aber das sehen wir dann, wenn ich zurück bin. Also, weiter.
So, jetzt sind wir oben angekommen. Und wenn man guckt, von da unten sind wir gekommen, da ist diese zur großen Tanne. Ja, und dann sind wir dahinter hochgelaufen. Ja, und jetzt sind wir hier oben. Und ich denke, das sieht schon wieder ganz anders aus wie unten im Wald. Da könnte man gerade meinen, man ist irgendwo, ja, in so einem Heidschnuckegebiet. Lüneburger Heide oder wie auch immer. So sieht es doch da oben aus. Auch schön, oder? Ich finde, es hat was. Jetzt gehen wir aber da hoch, wo die Leute da sitzen. Und dann laufen wir dahinter runter den Weg. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt bin ich wieder bei Unterstmatt angekommen. Also jetzt guckt dahinter. Ich sieht mir Unterstmatt, die Hütte da. Und ich habe jetzt 6,4 Kilometer auf der Uhr. Und ich muss sagen, ich bin heute nicht so fit. Weiß nicht warum. Ja, und ganz da oben waren wir. Da, an dem Berg da oben. Ja, auf jeden Fall heute nicht so fit. Wie gesagt, 6 Kilometer sind es jetzt. Hallo. Ja, wenn ich jetzt direkt von Unterstmatt wieder zurücklaufe ins Auto, dann sind es quasi auch nochmal so diese 3 Kilometer. Aber ich glaube, ich laufe da oben hoch. Und so ein bisschen oben durch den Wald durch. Ja, dann sind es vielleicht nochmal 4, 4,5 Kilometer. Wenn ich ganz mutig und verrückt bin, dann mache ich vielleicht sogar nur 5 Kilometer. Aber das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen schlapp. Schlapp und ausgelaugt. Am Ende der Laufwoche 40. Aber dann starten wir nächste Woche, die neue Woche, die 41er, und da können wir uns ja ausruhen. Ach nee, halt. Als Streakrunner muss man ja jeden Tag laufen, also geht es am Montag weiter. Ja, dann laufen wir Montag weiter. Montag dann der 36. Lauf. Also gut.
So, jetzt bin ich wieder am Auto angekommen. Und ja, ich hatte ja vorher gesagt, wo ich zur großen Tanne das zweite Mal war, dass ich so ein bisschen schlapp, fertig, kaputt bin. Und dann hatte ich mir überlegt, ja, wenn ich jetzt direkt ans Auto laufe, dann sind es noch etwa, ja, so knapp 3 Kilometer, um die 3 Kilometer. Dann hätte ich, glaube ich, gerade mal so, nee, noch nicht einmal meine 10 Kilometer gehabt, wäre ich noch drunter gewesen. Und das wollte ich mir irgendwie nicht geben. Also habe ich mir gesagt, ich laufe noch zum Ochsenstall hoch. So ein kleiner Umweg. Habt ihr ja gesehen, ich habe ein Bild eingeblendet vom Ochsenstall. Und dann bin ich vom Ochsenstall wieder zurück und wollte ins Auto. Und kurz vorm Auto, an dem Abzweig, habe ich dann gedacht, ah komm, jetzt läufst du mal Richtung zur großen Tanne und machst da nochmal so einen Schlenker. Weil es ging mir plötzlich wieder richtig gut. Ich war fit. Ja, war echt gut. Das war nur so ein komisches Tief, keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall bin ich dann nochmal Richtung zur großen Tanne gelaufen. Und ja, jetzt bin ich am Auto. Man sieht es, da oben steht er. Und jetzt sind es 13 Kilometer, 13,15 glaube ich. Ja, und damit ist jetzt die Laufwoche 14 mit meinem 35. Streakrun in Folge abgeschlossen. Es müssten jetzt Laufwoche 40, über 40 Kilometer gewesen sein. Ich muss daheim nochmal genau gucken, aber ich glaube, es sind jetzt über 40 Kilometer. Ja, dann mal gucken, was die nächste Woche so bringt. Irgendwann möchte ich auch mal 50 Kilometer in der Woche laufen. Und dann mal 60. Aber Step by Step, eins nach dem anderen. Also, dann beende ich jetzt hiermit das Video. Es hat mich mal wieder gefreut, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ja, ich wünsche euch Gesundheit, alles Gute, macht's Beste aus eurer Zeit und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao, ciao.